mit dem Wasserstart anfangen. Für euch super wichtig. Unter dem Video findet ihr zwei Links mit Übungen zum Wasserstart. Das sind Videos, die irgendwie jeweils 20 Minuten dauern. Schaut euch dieses Video kurz an und kommt dann zurück zu diesem Video, weil ihr dann viel mehr Theorie habt als das, was ich euch jetzt in diesem Video zeigen werde. Also, wir werden jetzt den Wasserstart machen. Dazu muss ich einmal kurz den Kite erstmal übernehmen. Kite auf 12 Uhr. Jetzt gibt es eine kleine Vorübung, die wir zum Wasserstart machen, und zwar ist es der Power Dive. Wir lenken den Kite auf 12 Uhr. Jetzt setzen wir uns auf den Hintern, Beine nach vorne. Wir wollen jetzt theoretisch nach links starten. Wir haben den Kite auf 12 Uhr, lenken wie gerade eben beim Body Drag einmal kurz den Kite runter und werden dann mit dem hinteren Fuß aufstehen und es nach vorne fallen lassen. Ich mache das jetzt mal vor. Also, beide Füße, Ellbogen sind an den Knien dran. Wir lenken jetzt den Kite, Moment. Wir lenken den Kite jetzt einmal nach rechts rüber auf 1 Uhr. Jetzt lenke ich den langsam runter und lasse ihn von dem Zwing. Und so lasse ich mich jetzt weiterziehen. Und jetzt wieder auf 12 Uhr hochlenken. Eine leicht abgewandelte Methode davon. Kite auf 12 Uhr. Hinsetzen. Wir haben beide Beine jetzt schon im Wasser drin und konzentrieren uns, dass wir mit dem, wenn wir nach links fahren wollen, stehen wir mit dem rechten Fuß auf. Also, Kite auf 12 Uhr. Ich lenke den Kite auf 1 Uhr rüber, lege den jetzt runter und stehe mit dem hinteren Fuß langsam auf. Dann lenke den Kite hier hin und hier halte ich den Kite jetzt. Wenn man das mit dem Board hinbekommt, dann fährt man. Nur damit du es weißt, weil du so talentiert bist, den Kite, wenn du losfährst und wieder zum Stehen kommen möchtest, musst du den Kite auf 12 Uhr lenken. Okay? Okay? Ja. Also wir machen jetzt erstmal diese eine Vorübung und danach gehen wir aufs Board drauf. Klaro. Dadurch, dass es jetzt hier so flach ist in der Lagune, werden wir jetzt zunächst die Übung machen, wo du dich nicht ins Wasser schmeißt, sondern du versuchst einfach nur, den Kite runterzulenken und mit dem hinteren Fuß aufzustehen. Ja. Und dann läufst du ein bisschen dem Kite hinterher. Also du läufst nicht komplett zur Seite, sondern ein bisschen auf den Kite zu, okay? Okay. Also, Kite auf 12 Uhr. Ja. Was? Kite auf 12 Uhr. Hinsetzen. Knie anwinkeln. Okay. Kite nach rechts lenken. Jetzt nach links. Nicht so doll und aufstehen. Sehr gut. Das wiederholen wir jetzt. Jetzt nach links. Und jetzt aufstehen. Sehr gut. Das war gut. Das steigern wir jetzt langsam. Okay? Ja. Konzentrier dich darauf, mit dem hinteren Fuß aufzustehen. Kite auf 12 Uhr. Hinsetzen. Knie ran. Sehr gut. Okay. Kite nach rechts lenken. Und nach links. Und jetzt aufstehen. Meinst du, du bekommst das hin, dass der Kite nicht ganz explosiv rauszieht? Weil das brauchen wir gleich auf dem Board. Okay, versuch mal, dass er dich harmonischer rauszieht. Damit es ein bisschen, der Kraftaufbau vom Kite muss ein bisschen langsamer erfolgen. Nicht ganz so explosiv. Du hast zweimal hinbekommst, fangen wir mit dem Brett an. Hinsetzen. Nach rechts lenken. Und nach links. Jetzt aufstehen. Perfekt. So ist super. Wiederhol das bitte zweimal. Wenn du es zweimal hinbekommst, nimm mir das Brett gleich. Ich sag jetzt nicht, du machst es jetzt alleine, bitte. Aufstehen. Dann wieder zu doll. Bleib direkt dort und wir machen da weiter. Setz dich da jetzt bitte hin. Auf 12 Uhr den Kite. Das war ein bisschen zu spät von der Klinge. Ja. Zu,
zu weit. Sauber! Wenn du so gleich auf dem Board machst, dann fährst du. Wiederhol das bitte nochmal. Okay,
gesagt, wir machen den Wasserstart. Also, wir machen jetzt nichts anderes als das, was du gerade eben gelernt hast, nur mit dem Brett unter den Füßen, okay? Also, der Ablauf, wie gerade eben. Wir greifen mit einer Hand hier kurz das Board. Kite auf 12 Uhr. Wir setzen uns ins Wasser. Die Knie gehen an die Ellbogen dran und du steigst jetzt hier ins Brett ein. Okay? Aha. 10 anziehen. Das Brett soll nicht hier sein, das Brett soll so stehen. Okay, beide Knie sind angewinkelt. Ich werde den Kite jetzt einmal auf 1 Uhr rüber lenken. Dann lenke ich den Kite runter, werde das linke Bein strecken und das rechte bleibt angewinkelt und wir stehen mit dem rechten auf. Wir brauchen nur so einen kleinen Impuls wie gerade eben, um zu fahren. Also, Kite rüber auf 1 Uhr, jetzt lenke ich runter, jetzt stehe ich auf. Und das reicht. Weiter brauchst du nicht kommen, ich wiederhole das nochmal. Also, Kite auf 12 Uhr, das Board ist, steht so im Wasser. Kite rüberlenken um 1 Uhr, Kite nach links lenken und jetzt aufstehen. Versuche und du fährst. Okay. Aufnahme jetzt komplett laufen lassen. Tordi, es wird 6 Versuche brauchen und fahren. Pressure is on. Die anderen Male habe ich 3 gesagt, also von daher, ich baue gar keinen Druck auf. Zeit auf 12 Uhr. Einschlagen. Sehr gut, weiter.
Und jetzt aufstehen. Nummer 3. Zeit um 12 Uhr. Noch 12, langsam zu und rechts weg. Erklärt. Ja. Wir haben das Windfenster, geht einmal so, wo keine Kraft ist, und nach vorne, hier ist die Softzone, in der Zone fahren wir. Wenn der Kite zu tief ist, baut er zu große Kräfte auf. Das merkst du, wenn du so impulsiv runterlenkst und er geht zu steil runter. Ja. Dann wirst du übers Brett gezogen. Ja. Wenn du ihn nicht tief genug lenkst, dann ist er zu weit oben in der Softzone und baut nicht genug Druck auf. Wir müssen ihn irgendwie so auf 45 Grad hinbekommen. Okay. Was wir jetzt versuchen, um das mal zu vereinfachen, wir haben gerade eben das so gemacht, dass wir erst nach rechts gelenkt haben und dann nach links runter. Wir lassen jetzt mal, wir versuchen das jetzt mal, den Kite nicht nach rechts zu lenken, sondern nur nach links runter. Okay? Gib mal her das Brett. Das bedeutet, Kite auf 12 Uhr, auf den Hintern, mit den Füßen ins Brett rein, Ellbogen an die Knie ran. Und jetzt lenke ich nur links runter, jetzt stehe ich auf und weiter musst du nicht kommen, das reicht. Und der Kite ist in dieser Position, wenn du fahren willst. Ja. 2 Meter fahren, das reicht vollkommen aus. Bist du schon. Aber das bin ich bewusst. Ja, okay.
oder bar loslassen? Kann ich mich so einsteigen? Kannst du auch. Nee, das machen wir eigentlich nicht. Aber das ist ja rein. Ja, kann man machen, okay. Machen wir eigentlich nicht, aber machen wir mal. Hack dich mal ein. Hat ja geklappt gerade mit der Schlaufen. Aber nicht mit einem Fuß in der Schlaufe. Immer mit zwei. Ja, ja. Mit zwei oder gar keinem. Die Kite auf 12 Uhr. Hinsetzen. Also jetzt versuchst du den Kite nur runter zu lenken, okay? Füße hoch aus dem Wasser. Ellbogen an die Knie ran. Auf 12 Uhr den Kite. Ruhig auf 12 Uhr stellen. So. 12 Uhr. Jetzt lenkt ihr nach links runter. Jetzt aufstehen. Oh, du hast so früh wieder hochgelenkt. Hättest du einen Tacken tiefer gelenkt, wärst du konstant bis zum Land drüber gefahren. Nein, du nicht. Auf 12 Uhr zurück. Fahrt auf mich. Jetzt aufstehen! Tiefer, tiefer, tiefer! Arme lang, Arme lang! Zeit um 12 Uhr! Das ist jetzt der sechste Versuch, das heißt, du wirst jetzt fahren! Wir bauen keinen Druck auf, wir motivieren nur. Danach muss er alleine weiter üben. Am besten Arme lang, sobald du oben bist. Du ziehst die Bar ran, um aufzustehen, und sobald du fährst, lässt du die Arme wieder lang. Perfekt! Tiefer lenken! Tiefer, tiefer! Du machst doch nicht gleich die Feder von vorhin, und es wird aber immer besser. Zeit um 12 Uhr! Stehst, ziehst du die Bar ran. Und dann halte ich sie auch erstmal an mir dran? Nee, oder? Dann, sobald du dann oben bist und auf dem Brett stehst, lässt du die Bar wieder im Sweet Spot. Und nur dann kannst du halt wieder diesen Druck aufbauen. Du ziehst die Bar ran, du ziehst dich quasi hoch, und sobald du oben drauf stehst, drückst du die Bar wieder zurück in den Sweet Spot, ja, und lenkst dabei den Kite wieder ein Stück hoch. Am besten so eine Sinusbewegung. Sweet Spot wäre ein geiler Name für ein Restaurant, ne? als Bar. Also eine Strandbar, Sweet Spot. Sag das nicht im Der Name Markt. Ist gesichert. Ja, wollte gerade sagen. Copyright. Sag jetzt mal gar nichts und du machst es alleine, du kannst das schon.
Du brauchst nichts mehr von mir wissen. Denk an die Arme. Die Verbrannte. 13 Minuten auf. Loslassen. Und du bist auch schon die ersten Meter gefahren. Ich spule das Ganze im Schnitt vor einfach, weißt du? Ja. Dann bleibst aber eine Datei. Jetzt sind da überall Vögel, komm. Das wäre geil. Du ziehst dich um, wir machen ein paar Aufnahmen von dir und sie üben.